Wir haben jetzt 4 Verhandlungsrunden mit der Arbeitgeberseite hinter uns. Aber es hat sich auf der Arbeitgeberseite ganz wenig bewegt. Und man hat ein bisschen das Gefühl, die glauben uns nicht, dass wir die Interessen unserer Mitglieder vertreten. Und deswegen ist es nötig, zu zeigen, das, was wir in der Tarifverhandlung erreichen wollen, damit sprechen wir unseren Mitgliedern aus dem Herzen. Und das kann man jetzt zeigen, wenn man sich an den Warnstreiks beteiligt. Die Universitätskliniken sind die Krankenhäuser, die spezialistisches Wissen im medizinischen Bereich bereithalten. Und die Ärztinnen und Ärzte dort werden schlechter bezahlt als in irgendeinem anderen Tarifbereich. Man muss an der Uniklinik wenigstens die Gehälter bezahlen, die in anderen Bereichen auch längst üblich geworden sind. Die Unikliniken bezahlen für eine Stunde Nachtarbeit einen Zuschlag von 1,28 Euro. Das ist ein Trinkgeld. Es ist geradezu eine Provokation für die Kolleginnen und Kollegen dort. Und deswegen wollen wir einen Zuschlag, der möglichst anerkennt, was hinter dieser Nachtstunde wirklich für eine Leistung steckt.